Moin Moin und Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserer guten alten KitchenAid Artisan Espresso Maschine. Wir können mit dieser besagten Maschine super Schokoschino machen. Schokoschino. Das heißt also, ein simpler, aber beliebte Kombination im Winter und insbesondere zur Weihnachtszeit ist Kaffee und Kakao. Und das heißt Schokoschino. Was benötigen wir für einen Schokoschino? Im Prinzip ist ein Schokoschino ein Cappuccino. Und ein Cappuccino entsteht aus einem Espresso-Shot, Milch ungefähr 125 Milliliter und einem aufgeschäumten Sahnehäubchen bzw. Milchhäubchen. Wir ersetzen bei dem Schokoschino die Milch mit Kakao. Okay, wir werden einen weißen Schokoschino und einen normalen Schokoschino herstellen. Wir benötigen dazu Milch, dann Kakaopulver für den Schokoschino, schokoladisch Kakaoschot und für den weißen natürlich weißen Vanillekakao. Dann benötigen wir natürlich eine KitchenAid Artisan Espresso Maschine, die uns den Espresso dazu liefern kann und die Milch aufschäumen kann. Oh ja, beziehungsweise den Kakao. Wie gehen wir vor? Wir bereiten erstmal alles vor. Wir holen uns unser Aufschäumkännchen und das Aufschäumkännchen machen wir bis zum Anfang unseres Ausgießmechanismus voll. Warum? Weil wir durch den Milchschaum eine Verdopplung des Volumens später haben werden. Sinnvoll ist es hier, auf eine sehr fette Milch auszuweichen, denn die hat noch mehr Volumen im Standdarm. So, also Vorbereitungen dort abgeschlossen. Dann haben wir, das ist zum Aufschäumen, dann benötigen wir natürlich für den Kakao selber Milch und das Kakaopulver. Und natürlich einen Espresso. Ein Espresso ist eine aus Mailand stammende Kaffeezubereitungsart, bei der heißes Wasser mit hohem Druck durch sehr fein gemahlenes Kaffeemehl aus gerösteten Kaffeebohnen gepresst wird. Und unsere Espresso-Artisan-Freundin hier kann nämlich mit oder ist ein Siebträgermaschine. Das heißt also, wir werden hier mit einem Siebträger arbeiten und wir werden jetzt erstmal das richtige Sieb auswählen. Es gibt nämlich zweierlei Siebs. Es gibt ein doppelwandiges und es gibt ein einwandiges Sieb. Wann nutzen wir welches Sieb? Das einwandige Sieb, was wir jetzt zuerst nutzen, erkennen wir daran, ich komme näher, dass an dem Sieb eingesetzt ist nur eine Einwandigkeit. Und wir sehen unten ganz viele Löcher. Das ist das einwandige Sieb. Und wir machen den Cappuccino aus einem Shot. Das heißt also, ein Cup ist zu sehen. Dieses besagte System drücken wir in unseren Siebträger hinein. Einfach einrasten, bis es klick, klack, kluck macht. Und das einfreundige Siebchen, also mit einem Boden, benutzen wir, wenn wir unseren Kaffeemehl ganz frisch an einer Mühle zubereiten. Das heißt, Siebträger samt Sieb in die Kaffeemühle. Kaffeemühle starten, 65er Körnung, eine Shotgröße 10,4 in der Sekundenauswahl und starten. Sehr gut. Jetzt haben wir unseren Freund schon vorbereitet. Wir schütteln noch ein bisschen, damit er sich ein bisschen setzen kann. So, jetzt liegt er vor uns. Jetzt kommt das Tampern. Wir stampfen also jetzt unseren gerade frisch gemahlenen Kaffee zusammen. Ganz gerade aufsetzen, gerade runterdrücken, hochheben. Jetzt haben wir ein Kaffeepad hergestellt. Hier seht ihr das Kaffeepad drinne. Dieses Kaffeepad samt dem Siebträger verpassen wir jetzt hier die Maschine. Das heißt, reinsetzen und abschließen. Die Maschine selber stellen wir so ein, dass wir den Schokoschino Cup oben drauflegen, weil oben ist eine
Erwärmeinheit, damit wir eine warme Tasse danach haben. Da müssen wir nämlich nicht Wasser erst hier durchschießen, sondern können dann direkt dann dazu übergehen. Wir gehen jetzt so vor, dass wir eine Schokoschino herstellen. Das ist relativ simpel, denn in dem normalen Schokoschino kommt ein Shot Espresso auf den Boden der Tasse. Danach kommt dann die Schokolade mit 125 ml oben drüber. Und als Topping machen wir dann noch ein aufgeschäumtes Freundchen oben drauf. So, beginnen wir erstmal mit der Herstellung unseres besagten leckeren, schnuckligen Kakaos. Dazu legen wir uns hier was an. Das heißt also, wir machen das Glas ja, so halb voll. Setzen dieses hier in unsere Maschine schon mal ein, und zwar an die Aufschäumeinheit, und werden nun diesen Bereich erwärmen. Dazu benutzen wir den zweiten LED-Button, das heißt, der erste ist der Espresso-Shot, der zweite ist die Dampfapplizierung und der dritte wäre Heißwasser. Ihr könnt auch, um Kalorien zu sparen, könnt ihr auch auf Heißwasser gehen. Das wäre möglich. Nun drücken wir auf Start und erwärmen erstmal unsere Milch. Während das geschieht, nehmen wir uns den Kakao, packen dort zwei leckere Löffel hinein. Denn wenn hier die Aufschäumung im Gange ist, ist es viel einfacher, den Kakao aufzulösen da drinnen, als wenn man das im kalten Zustand vorher macht. Das heißt, jetzt können wir hingehen und werden loslegen und erstmal unseren Kakao herstellen. Schokosino, Schokosino. Schokoffee sagt man auch dazu. Schokoladenkaffee. Cappuccino, Schokoart, schokoladiger Cappuccino. Nennt ihn, wie ihr wollt. Für uns heißt er Schokosino. Schon mal klasse aus hier. Wir haben Bewegung im Glas. Wir haben gleichzeitig durch den heißen Wasserdampf jetzt auch eine Erhitzung. Damit ist unser Kakao, unser heißer Kakao, nun hergestellt. Jetzt geht es zum nächsten. Jetzt haben wir ja unseren Milchkännchen mit dem Topping später, sprich mit dem aufgeschäumten Milchberg. Hier gehen wir jetzt ein wenig anders vor. Wir bleiben im gleichen Programm. Wir werden aber jetzt diesen Stab, den Aufschäumstab, nur gerade so unter die Oberfläche halten, um dort eine Aufschäumung durchführen zu können. Und so werden wir jetzt das Volumen verdoppeln. Das ist dann für unser Topping. Schön unter der Oberfläche. Nicht zu tief eindringen. Je höher ihr kommt, je mehr riesen Blubberblasen habt ihr nämlich. Also lasst euch lieber Zeit und macht einen schönen standhaften Schaum.
So, und ihr seht, wie das Volumen hochgeht. Jetzt haben wir ganz schön Schaum hergestellt, und zwar der richtig schön Volumen hat und wenig große Blubberbläschen, sondern eher kleinere. So. Ne? So kriegen wir das nämlich dann hin, in Ruhe und gechillt. Jetzt haben wir hier richtig schönen Milchschaum gemacht. So, zweite Komponente fertig. Jetzt switchen wir zum Shot-Einstellung. Eine Shot-Einstellung, wir haben ja alles vorbereitet. Das heißt, jetzt bauen wir unseren Schokoschino zusammen. Auf geht's. Wir stellen jetzt einen Shot her, einen Espresso. Das Verfahren ergibt einen konzentrierten Kaffee, auf dem sich eine dichte haselnussbraune Schaumschicht, die krämer, finden wird, die zu seinem Aroma natürlich auch beiträgt. Und auch dort kommt das Aroma gut in unserem Schokoschino zum Treffen. So, damit haben wir jetzt alle Komponenten zusammen und können jetzt zusammenbauen. Das ist ja schon ein bisschen so wie Bauklötze hier. Ne? Sehr schön. Ich stelle schon mal um, hier wieder auf Gas. So, jetzt kommt unser Kakao da rein. Reinschütten. Ich habe mal wieder Sauerei gemacht. Und oben drüber kommt jetzt unser Schaum als Topping. Aber ich würde da noch ein bisschen mehr reinkippen. So, jetzt. Und oben drauf packen wir jetzt unseren weißen Schaum, der dann nämlich dem Schokoschino noch eine schöne, leckere, standhafte, nice, oberes Gefilde mit sich bringt, optisch schön aussieht und auch noch sehr lecker und wohlschmeckend ist. So, sehr nice. Das haben wir doch gut hinbekommen. Und wer jetzt noch möchte, kann da noch ein bisschen Kakao oben drauf träufeln. Und schon ist unser Schokoschino servierbereit. Zum Wohle. Jetzt gehen wir natürlich noch die zweite Möglichkeit durch. Das heißt, ihr habt vorgemahlenen Kaffee. Bei dem vorgemahlenen Kaffee sowie auch nach jeder Herstellung eines Kaffees an der Espressomaschine solltet ihr die Siebträgereinheit herausholen, das Sieb entfernen und dieses dann auskühlen lassen, denn da lässt es sich viel einfacher am Mülleimer abschlagen, dass es dann in den Müll kommt zum Beispiel. Aber nicht das Sieb, sondern nur der Inhalt, das Tab. Jetzt nehmen wir uns Sieb Nummer 2. Das bedeutet, wir haben hier doppelwandig. Die Doppelwandigkeit des Siebes mit dem einen Shot-Symbol bedeutet, wir machen jetzt aus vorgebabbelten Kaffee. Ich habe es eingesetzt. Jetzt gibt es den Kaffee, der vorgemahlen ist. Diesen kippen wir hier rein. So. Auch hier gilt es wieder ein bisschen draufschlagen, dass sich der Kaffee verteilt. Und dann auch hier wird getempert. So. Damit haben wir hier auch die Vorbereitungen abgeschlossen. Alles Überschüssige wegpacken. So. Kaffeepad hergestellt. Und rein damit. So, manchmal setzt sich hier auch noch was fest. Das solltet ihr dann entfernen, bevor ihr neu dran setzt. So, und rein damit. Locken. So, jetzt geht es natürlich mit einem andersfarbigen Kaffee weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier die Zubereitung mit dem, mit auch einem besagten Kakao. Dieser Kakao sollte dann aber ja ein weißer, ein Vanillenkakao sein. Das heißt, jetzt nehmen wir Vanillekakao anstelle des dunklen Kakaos. Auch hier gilt es wieder das Gleiche. Wir stellen auf die Steam-Option und steamen los. Währenddessen gesteamt wird, werden wir den Vanillekakao einführen und einrühren. Und dann geht es mit der Zubereitung im Prinzip identisch weiter, wie vorhin schon mit dem normalen Schokoschino. Thank you.
und umstellen auf einen Shot in Herstellen. So, Shot hergestellt. Jetzt weißen Schokoschino und los geht's. Nicht wieder alles daneben kippen. Auffüllen. Und dann mit dem Schaum, den wir ja vorher schon gemacht haben, ein bisschen auffüllen, um dort ein wenig mehr weiße Optik oben drauf zu setzen, weil wir können ja dann auch hier wieder hingehen und dort eine leichte Schoko-Kakao-Glasur mit einbringen. Und so macht man Schokoschino. Wie gesagt, es gibt immer auch leichte Unterschiede in den Herstellungsprozessen. Aber das Grundding ist, man ersetzt bei einem Cappuccino den Anteil einfach der Milch zu einem Kakao. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Lasst euch schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.